Hallo, ihr lieben Löwen und alle, die Löwe in ihrem Chart haben und sich für die Märzlegung für das Sternzeichen Löwe interessieren. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Schau dich gerne auf meiner Playlist um. Auch in der Infobox stehen informative Sachen, unter anderem mein Link für persönliche Beratung, auch für den Shop und Empfehlungen. Wie machen wir es heute? Also, wir werden mit den Moonology-Karten von Jasmin Bohlen, wenn wir mal die Überschrift, die Hauptthematik herausfinden. Wir haben für die eigentliche Legung das Seelenreisetarot von der Julia Aulea. Wir haben die Leitsies-Karten von Chris N. Und wir gehen dann in der Fortsetzung in die Klärung mit den Lenormand-Karten von Ciro Manchetti und den Weisheitskarten der Seele von Colette Baron Reid. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich habe ein bisschen aktuell, ich hoffe dann, wenn du das Video siehst, nicht mehr technische Probleme. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wo jetzt die Fortsetzung zu finden ist. Entweder ist sie in der Mitgliedschaft oder auf Vimeo. Mal gucken. Schau einfach mal unten in die Infobox, dann ist da auf jeden Fall ein Hinweis ziemlich gleich oben unter den Hashtags. Da findest du das dann. So, dann wollen wir mal schauen. Löwe im März 2023. Liebes Universum, bitte gib uns doch mal eine Überschrift, eine Hauptthematik. Womit setzt sich Löwe im März auseinander? Was kommt da auf dich zu? Was ist da also für Löwe Interessantes an Thematiken dabei? Wir haben ja am 7. jetzt den Vollmond in der Jungfrau. Das heißt, Jungfrau könnte einen positiven Einfluss auf dich jetzt haben, dass du deine Pläne etwas besser strukturierst und planst und diesen Plan dann auch diszipliniert verfolgst. Es geht auch ums Ausmisten, ums Aussortieren, sich von Dingen trennen, aus Situationen sich rauslösen. All solche Sachen schwingen jetzt im März im Kollektiv. Ja, also wir sind da alle von betroffen und ja, bei dir nicht so auch irgendwas war, dass du lieber nach deinen Sinn leben möchtest und nach kreativen Lösungen Ausschau hältst. Schauen wir mal. So, liebes Universum, bitte gib uns jetzt mal einen Hinweis, welche astrologischen Kräfte haben wir denn hier für Löwe im März? Was wirkt hier? Was ist die Thematik? Okay, kam Stop rein. Da haben wir Spiritualität und Machbarkeit, Vollmond in den Fischen. Fische ist ja das Zeichen vom Tarot, der Karte der Mond und steht für das Unbewusste, für die Emotionen, für alles, was mit deiner Gefühlswelt zu tun hat, die ziemlich was aus der Tiefe hochkommt. Fische steht aber auch für Finanzen. Ja. Spiritualität, vielleicht entdeckst du jetzt eine Seite in dir, die dir bisher so nicht bekannt war. Ne? Also das kann schon sein, dass du inspiriert bist, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und dich vielleicht mit Astrologie beschäftigst oder mit Energiearbeit, mit Edelsteinwirkung, Heilpflanzen. Ja, alles, was so damit zu tun hat, um die Welt zu verstehen, wie sie funktioniert und was sich alles dafür Potenzial zeigt, wie du es umsetzen kannst. Auch die Machbarkeit im Leben, wie du es einsetzen kannst. Ne? Also alleine schon die universalen Gesetze. Vielleicht beschäftigst du dich jetzt gerade damit, hast vielleicht festgestellt, Mensch, ist ja interessant, wenn ich mich auf dieses oder jenes Wunschziel ausrichte und das mir immer wieder manifestiere und da fest dran glaube, dann kommen die Gegebenheiten auch, dann stellen sich die Weichen und plötzlich öffnen sich Türen, wo du gedacht hast, die Türen, die werden sich niemals öffnen, ja. Ja, das kann ja interessant sein. Also die Spiritualität eröffnet dir auch völlig neue Handlungsweisen, völlig neue Möglichkeiten auch, ja, wenn du dich dem öffnest. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ja, Neumond im Steinbock. Der Steinbock steht ja im Zeichen des Teufels. Da geht es um die Abhängigkeiten, die Dinge, an die du dich bindest, ob das deine materiellen Besitztümer sind, ob das alles ist, was dein Einkommen, dein Auskommen betrifft, ne? Deine berufliche Tätigkeit, dein Ansehen. Haushof, was du dir so angeschafft hast, aber alles eben, was in irgendeiner Weise, wo du was investiert hast, ja. Wo hast du
Wo warst du mit Leib und Seele, mit Herz und Seele dabei? Dann wird sich das jetzt halt auszahlen. Das ist so die Information, die da reinkommt. Du hast wahrscheinlich eine anstrengende Steinbockzeit auch hinter dir. Auch die Fischezeit war vielleicht sehr herausfordernd. Und das darf jetzt leichter werden. Das freut mich doch sehr. So, dann würde ich ganz gerne mal hier in die Karte nochmal reinlesen bei der Spiritualität und Machbarkeit. Das hat mich jetzt gerade so angesprochen. Ich lese ja nicht alles vor, aber wir wollen ja keine Vorleserunde machen, ne? Aber so ein bisschen mal überfliegen, dass da auch da was Wichtiges dabei war. Ja. Ach ja, auch die Ängste und Blockaden stecken da drinne. Und dass du dich dem, hier steht, widme dich dem Göttlichen und chante. Om Namo Narayanaya. Om, das Symbol für die Manifestation der göttlichen Kraft und Ehre sei Gott im Menschen. Verlass dich auf deine Gefühle. Ne? Also im Zeichen der Fische sitzen auch die Träume und ja, deine Romantik. Vielleicht hast du da auch etwas, wo du ja, mit einer gewissen romantischen Vorstellung rangehst. Aber ich sehe auch, dass du da, wenn du da harte Arbeit reinsetzt und dann nicht nur, ich sag mal so, genau, das ist der Impuls, der hier reinkommt. Wenn du nur da sitzt, meditierst und dir die Dinge manifestierst, dann wird jetzt nicht so viel passieren. Also es muss eben auch umgesetzt werden. Ne? Steinbock gibt dir die Umsetzungskraft. Steinbock ist dann derjenige, der wirklich in Action geht, der sagt, los, Ärmel hochkrempeln, Einsatz. Jetzt wird hier umgepflügt, jetzt wird das Beet neu bestellt, jetzt wird die Saat ausgegeben. Genau, Pläne machen und in die Umsetzung kommen. Aber gute Pläne sind halt erstmal notwendig, um dass die Dinge auch wirklich umgesetzt werden können. Vielleicht hast du es auch mit Lernaufgaben zu tun, dass du was lernen musst oder jemandem was beibringst. Also Steinböcke sind ja auch mitunter sehr stur. Vielleicht musst du da ein bisschen flexibler sein oder an anderer Stelle, wo du vielleicht zu flexibel warst, jetzt wirklich dich durchsetzen. Es steht auf jeden Fall für einen beruflichen Neuanfang auch an. Und einen verbesserten Arbeitszyklus zeigt sich hier auch an. Also wenn du beruflich unzufrieden bist, dann ist das halt jetzt ein guter Zeitpunkt, um da ins Tun zu kommen und die Dinge anzugehen und mit den Fischen eben hier wirklich deinen Träumen auch zu folgen und das im Grunde diese beiden Sachen zusammenzubringen. Ja, was wolltest du dir schon immer mal erfüllen? Wo sehnst du dich nach? Was sind deine Bedürfnisse? Das kommt jetzt alles hoch. Und wenn dann noch mal Ängste hochkommen, dann lass dich dann nicht beirren, ne? Also sorge immer für eine Stabilität und sag dir, wenn die Angst hochkommt und auch wenn ich unsicher bin, mache ich es jetzt trotzdem, gehe ich trotzdem den Weg. Natürlich solide überlegt und durchdacht und alle Beteiligten mit eingeflochten, also bedacht, ja. Das muss natürlich alles Hand und Fuß haben und jetzt hier nicht auf Biegen und Brechen. Das wäre vielleicht auch wieder nicht richtig. Oder du hast es mit einem Fische oder einem Steinbock zu tun. Könnte natürlich auch Thematik sein, was da jetzt eine Thematik steckt. So, ich lege 7 Karten aus und darunter werden dann auch gleich die Karten vom Leitzies-Tarot gelegt. Werde ich vom Stapel ziehen und dann schauen wir uns das mal an. So, Löwe, März. Womit haben wir es denn zu tun? Bitte gib uns klare Botschaften für Löwe für März. Ja, da haben wir schon die 3 der Schwerter. Da zeigt sich ein Konflikt. Entweder ist hier blitzartig ja, der Blitz eingeschlagen oder es gab hier in irgendeiner Weise eine Auseinandersetzung, eine Enttäuschung. Es zeigen sich mehrere Möglichkeiten. Das sehe ich auch so drin, wo du vielleicht nicht ganz klar bist. Bring da mehr Gefühl mit rein, auch Mitgefühl für dich, für alle Beteiligten. Dann wird sich die Sache entschärfen, ja. Nochmal eine Klärungskarte. Der Herrscher, der steht ja für Widder. Da geht es um dein Lebensgefühl, da geht es um deine Ausstrahlung, was du ausstrahlst. Vielleicht
Also du, entweder hast du es hier mit einem Widder zu tun, der recht harsch mit dir ist, vielleicht ist es auch ein Chef, jemand, der hier nicht so empathisch jetzt gerade ist, ein Familienoberhaupt, ein Vater nämlich hier auch war, oder jemand, der zumindest sich hier, was habe ich denn hier auf der Karte? Ein Fleck auf dem Hemd, vielleicht hat derjenige auch einen Fleck auf dem Hemd. Keine reine Weste. Nee, also vielleicht ist das jemand, der hier harsche Worte spricht. Kann auch sein, dass du hier wirklich von jemandem kritisiert wirst, also der in irgendeiner Weise dir übergestellt ist, ja. Wie ich schon sage, ein Chef oder ein Vater, ja, also jemand, der schon einiges aufgebaut hat, der in seinem Leben was Stabiles aufgebaut hat und auf einen gewissen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen kann. Und der meint es eigentlich nur gut, ja, aber irgendwie scheint es hier gekracht zu haben. So, was haben wir hier? Ass der Kelche, das ist ja so. Im Allgemeinen so, ne, das Potenzial für die emotionale Fülle. Wir mal schauen, was erfreut dich denn da? Sieben der Kelche. Ganz ehrlich. Also es geht in zwei Richtungen. Wir müssen mal uns die Legung angucken, wie sie weitergeht. Aber es gibt einen Teil, eine Reisegruppe, bei der ist jetzt das Maß voll. Du eierst hier rum. Und deswegen haben wir hier wahrscheinlich auch diesen Konflikt, diese drei Schwerter, weil hier jemand in deinem Leben ist, der sagt, so nicht, das geht so gar nicht, das geht so nicht. Das Maß ist voll, so als ob das überläuft, das Fass läuft über, weil sich hier jemand nicht entscheiden kann. Entweder ist das dein Gegenüber, dass du den damit konfrontierst und sagst, du entscheidest dich hier nicht. Ich möchte mit dir gerne das Ass der Kelche haben. Aber ich nehme es eher so wahr, dass das bei dir ist, dass du dich nicht entscheiden kannst, wer oder was ist denn das, was du wirklich willst? Was macht dich denn wirklich glücklich? Da eierst du irgendwie rum. Und da liegt schon der Tod. Ja. Das ist die innere Transformation, das ist die Veränderung, die in dir stattfindet. Das ist so, ja, die Wiedergeburt, die da drinnen liegt. Also du scheinst dir irgendwas zu verändern, transformieren, was mit deiner Familie zu tun haben kann. Zehn der Kelche ist so die Happy Family-Karte, ne? Also darüber der Tod, da verändert sich Familie ja ganz viel bei dir. Aber das ist erstmal dein innerer Prozess, den ich hier wahrnehme. Damit sehe ich hier noch keine Aktion im Außen, ja. Und wir haben es, wenn es ein Sternzeichen ist, mit Skorpion zu tun. Es geht auch um Tabuthemen. Ich sag mal so, Zehn der Kelch und darüber der Tod. Ich nehme auch Betrug auch wahr. Wir haben jetzt zwar hier nicht die Sieben der Schwerter, aber eine Tabuthemen. Irgendwas geht hier nicht mit den Zehn der Kelche, mit den Happy Family konform. Wir gucken mal weiter. Ja, da haben wir die Königin der Stäbe. Das ist so die attraktive Frau, die selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will, die voller Leidenschaft ist und voller Ideen und die gerne umsetzen möchte, die losmachen möchte, die sehr eine gewisse Anziehungskraft auch ausübt oder jemanden gegenüber, der diese Eigenschaften hat, mit dem du es zu tun hast. Sie ist auch diejenige, die nach inspirierten Lösungen sucht. Und haben wir darunter den Mond. Ne? Auch wieder Wasser, so wie hier auch bei den Fischen. Mond spricht eben auch von Spiritualität und von Inspiration, so wie die Königin der Stäbe. Und hier kann es tatsächlich auch um ein Fischezeichen gehen. Ne? Der Mond, der steht auch für die Fische. Oder die Königin der Stäbe, wenn du das ist, wenn das deine Kraft ist, weil du bist ja Feuerzeichen, das würde natürlich auch passen. Du setzt dich mit deinen tiefsten Bedürfnissen auseinander, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Ängsten, alles, was an deinem Fundament quasi rüttelt. Ne? Wenn ich hier sehe, der Tod, ist ja so diese Veränderungsenergie, hier rüttelt was an dem Fundament von einer Familie,
von einer Sache, die dich mal einst erfüllt hat. Und das hinterlässt dir natürlich Spuren. Das triggert dich natürlich. Das lässt dich hier erstmal tief fallen auch und du versuchst diese Dinge zu lösen, du versuchst hier Lösungen zu finden, wie du diese Sachen auflöst, wie du diese Sache sehen kannst. Was soll zunehmen in deinem Leben, was soll abnehmen, ne? Die Mondphasen sehe ich auch da drin, ne? Die Zyklen, du schaust auch zurück, was hast du erlebt, wie hat dich das geprägt, da wirken so viele Themen drin, ne? Das ist unglaublich, also du gehst da auch echt in die Tiefe und du nutzt das auch für dich. So, wir gucken mal weiter. Ja, da haben wir die 6 der Schwerter. Die 6 der Schwerter heißt, dass du dich jetzt hier auf den Weg machst. Du hast gewisse Dinge für dich erkannt, dass du da, wo du jetzt bist, nicht bleiben kannst. Für den einen oder anderen ist es erstmal gedanklich, dass du dich gedanklich von etwas distanzierst, rausnimmst. Für den anderen kann es sein, dass er tatsächlich umzieht, also wirklich den Ort auch verändert, sein Umfeld verändert. Weil da, wo du vorher warst, da sind die Wellen einfach zu hoch geschlagen, ja. Also die Emotionen auch hier. Du musst dich da emotional ein bisschen von distanzieren, gedanklich auch ein Stück weit von distanzieren, dass du nicht in diesem Konflikt drinne bleibst, ja. Mal gucken. Oder du willst das zumindest. Das haben wir da. Ja, genau. Die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter, das ist so dieses Feststecken, es geht nichts vor, es geht nichts zurück und du willst dich davon distanzieren, du willst dich daraus befreien, weil das sind auch selbstgemachte Gedankenmuster, Glaubenssätze, sowas wie, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Ich sagte ja, der Tod, der steht halt eben auch für die Tabuthemen. Wie bist du erzogen, ne? Welche Prägungen wirken hier ganz tief in deiner Seele, in deinem Grundgerüst, also auf deiner emotionalen Ebene. Hier ist etwas, was dich hindert, was dich fesselt, aber das bist nicht du, sondern du siehst ja, ne, sie schaut in den Spiegel, sie selber hat keine Fesseln, sie hat auch keine Augenbinde, aber im Spiegel nimmt sie es so wahr, als ob sie keinen Handlungsspielraum hat. Dabei hat sie den schon. Und den erkennst du hier mit den 6 der Schwertern, deinen Handlungsspielraum. Ja, da sind die 10 der Schwerter. Du lässt diese schwierige, diese schmerzhafte Phase, Lebensphase, lässt du hinter dir. Da muss einiges vorgefallen sein. Viele Enttäuschungen müssen da vorgefallen sein. Immer wieder Verletzungen. Also das ist schon nicht ohne, ja. Aber du bist, die Karte sieht schlimmer aus, als sie ist. Du bist diejenige, die jetzt hier, deswegen finde ich die Karten eigentlich in dem Tarot hier noch fast schöner, weil da sieht man, wie sie schon losläuft, Richtung Sonne, Richtung Klarheit, Richtung Leichtigkeit. Du hast hier wirklich diesen Zyklus abgeschlossen mit dir, diese Konflikte, die da dran gehangen haben, diesen Schmerz. Da kommst du jetzt zu so einer, ja, eine gewisse Abgeklärtheit, ja, und kommst in die Klarheit. Ja, schau mal, der Eremit. Ja, entweder hast du es hier tatsächlich mit einer Jungfrau zu tun, die dir dabei hilft, oder du gehst eben hier nochmal in den Rückzug und findest diese Klarheit für dich, wie du jetzt hier weiter agieren möchtest. Dir wird auch bewusst, was dir immer wieder wehgetan hat, was dich an diesen Punkt gebracht hat. Du reflektierst und du hältst dein Licht hoch, ja, auch wenn es ganz dunkel um dich hier rum scheint, du hältst dein Licht hoch und du strahlst wie die Sonne und das finde ich so mega, dass du unter diesen ganzen Bedingungen hier trotzdem diese Kraft aufbringst, weiter deine Werte hochzuhalten, aus deiner inneren Weisheit heraus und das ist ja Wissen mit Erfahrung verknüpft, ja, agierst du und du weißt auch anderen damit den Weg. Also du bist auch ein Stück weit Vorbild. Der Eremit, wenn er jetzt die Fähigkeiten der Jungfrau präsentiert, die mistet aus, die distanziert sich von den Dingen, die ihr nicht gut tun, die tut vieles Gutes für sich, für ihr Wohlbefinden und nimmt auch die Führung wieder auf. Ja, also wenn du in irgendeiner Sache vielleicht so ein bisschen ins Straucheln geraten bist, dann bist du jetzt hier an dem Punkt dann wieder in der Position, wo du die Führung übernimmst. Was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine noch. Dann gucken, wie es da weitergeht.
Ja, dann haben wir hier die fünf der Stäbe. Mit den fünf der Stäben ist man in einer Phase, wo man kooperiert, wo man etwas mit anderen, eigentlich ist es so die Karte für Teamwork. Wir haben ja hier den Herrscher, vielleicht findest du hier wirklich, also sind auch viele Meinungen, die hier mit dran sind. Vielleicht ist es dein Team, wo du jetzt wieder die Führung übernimmst, wo du wieder in die Handlungsfähigkeit kommst und wo du eben auch die Meinungen deines Teams mit einbeziehst und hier nicht mehr so eigenbrödlerisch unterwegs bist. Vielleicht musstest du dich jetzt hier in einer Situation mal kurzzeitig zurückziehen, um eine Sache abschließen zu können. Aber hier sieht man ja, ne, hier ist wieder Teamwork angezeigt. Ach je, neun der Schwerter. Ja, oder eben nicht, ne? Also die neun der Schwerter ist so das Gedankenkarussell, das ist, sind die schlaflosen Nächte, wo du wirklich nicht weißt, wie du es machen sollst. Du möchtest vielleicht gerne im Team arbeiten, du möchtest gerne die Führung im Team übernehmen, aber du weißt nicht, wie du es machen sollst. Und deswegen suchst du hier nach Lösungen. Nach Lösungen, wie du die Sache hier erfolgreich überwinden kannst. Ich nehme hier so eine Diskrepanz zwischen Privatleben und dem Miteinander, aber auch hier mit Herrscher, dem Beruflichen wahr. Also entweder hast du eine Selbstständigkeit, wo du auch Chef bist. Oder du bist Teamleiter oder irgendwas, aber irgendwie gilt es hier eine Entscheidung zu treffen, die dich glücklich machen soll. Sehr spannend. Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier noch? Dir ist bewusst, dass du deine Fesseln lösen musst. Du musst wieder mehr Handlungsspielraum bekommen, auf jeden Fall. Und dir ist auch klar, dass du in andere Gewässer kommen musst, um wieder glücklich zu werden. Ich nehme die 10 der Kelche nicht als glücklich wahr. Du bist hier nicht glücklich. Und du möchtest das gerne verändern, das, wo du nicht glücklich bist. Und mit den 6 der Schwertern, das ist so eigentlich in einem normalen Tarot sieht man, wie jemand seine Familie und Sack und Pack und alles in ein Boot verfrachtet und schweren Herzens einen Ort verlässt. Also vielleicht ist das. Ich hoffe für dich, dass du da eine Lösung findest. Aber ich nehme mal an, dass du jetzt hier wirklich die Segel hisst und einen Ort verlässt oder zumindest schaffst, einen Konflikt hinter dir zu lassen, wenn hier das nur auf gedanklicher Ebene ist. Vielleicht überwindest du es auch. Das werden wir dann im weiterführenden Reading auflösen, wie was jetzt genau hier mit den 5 der Stäben und den 9 der Schwertern auf sich hat. Es kann natürlich auch sein, dass du es überwindest. Dazu müsste ich aber mehrere Klärungskarten sehen. Wichtig ist, dass du hier jetzt in eine Selbstbewusstheit reinkommst, also in dein Selbstbewusstsein, in dein Selbstvertrauen auch reinkommst und dein Leben in die Hand nimmst und dir dessen bewusst wirst, was du eigentlich wirklich möchtest. Ja? Die Königin der Stäbe, das ist die, die das weiß und die das auch nach außen dann dementsprechend, wenn sie darüber die Klarheit hat, auch kommuniziert und genau sagt und genau weiß, was sie will. Sie hat auch die Transformationsenergie, also sie hat die Fähigkeit, etwas zu verändern, ja, so wie der Tod hier, diese Transformation. Also wenn etwas vorher so war, dann ist es später in einer anderen Energie. Also ich denke, du kommst hier von den Schwertern eher dann zu der Stabenergie. Das ist so dieses ins Tun kommen. Das, was vorher nur gesprochen wurde, wo vorher nur Gedanken waren, da kommt jetzt eine Bewegung rein. Ne, der Herrscher, das ist derjenige, der hier sagt, wie es lang geht. Und die Umsetzung ist vielleicht dann hier völlig nochmal herausfordernd, würde ich es mal so sagen. Ja. Dann gucke, dass du dich da nicht verstrickst da drinne. Gucken wir mal, was unterm Kartenstapel ist. Da haben wir die 4 der Münzen. Bei den 4 der Münzen geht es um dein Fundament. Das kann dein Beruf sein, deine berufliche Tätigkeit sein, ne, die dir ein konstantes Einkommen bildet. Das kann dein Zuhause sein, wo du dich
sicher fühlst, etwas, was dir im Grunde, was dafür sorgt, dass du versorgt bist und dass du sicher bist, wo du dein kleiner König bist. Ja, wo du sagst, das ist meins, das ist mein Bereich und das ist ein solides Fundament, wo du immer wieder draus schöpfen kannst. Mit den Federmünzen ist auch angezeigt, dass man sich hier abgrenzt. Du musst mal schauen, von was du dich abgrenzt. Wir haben dahinter die Sonne. Ob das gut ist, diese Abgrenzung, ob sie dir wirklich gut tut, ja, das kann sein, dass es dir erstmal deine Stabilität wieder bringt. Ich weiß nicht, warum ich gerade diesen Fokus drauf habe. Ich habe mir noch nie so aufgefallen wie jetzt, dass hier hinten ja sowas wie eine Steinmauer ist. Das kann halt auch eine extreme Zurückgezogenheit darstellen, ja, dass du hier sehr dich zurückziehst, um dich sicher zu fühlen. Sag mal darunter. Ja, und dann haben wir aber hier die Königin der Münzen und die Königin der Münzen ist die, die managt. Das ist die, die die Finanzen managt, die die Termine managt, die Verantwortung trägt für sich, für ihr Team oder für ihre Familie, die da ist, die präsent ist und für Harmonie sorgt, dass es alle gut geht, dass alle versorgt sind und ja, die Werte hochhält und achtet, dass alle sich daran auch halten. Ja, und sie ist auch diejenige, die dann die Dinge in die Manifestation bringen, die sie in der Welt sehen möchte, die sie in ihrem Leben sehen möchte. Ja, und dann haben wir wieder so eine Rückzugsenergie, so das gebrandmarkte Kind, Verletzungen aus alten Zeiten, die hier geheilt werden müssen. Also ich denke, nehme hier ganz, ja, und dann kommt der Turm. Ich denke, nehme hier ganz stark wahr, dass hier angesagt ist, ne, wie mit dem Neumond im Steinbock ins Tun zu kommen. Pläne machen, in die Umsetzung kommen. So, was haben wir denn hier? Und da haben wir die drei der Münzen. Das ist spannend, denn bei den drei der Münzen geht es darum, auch eine gewisse Stabilität zu bilden. Ne? Das ist der Vorgänger von den vier. Das heißt, wenn wir hier zusammenarbeiten, wenn wir hier die Köpfe zusammenstecken, wenn wir Pläne machen und die Bedürfnisse jeden Einzelnen und die Ideen von jedem Einzelnen mit reinbringen, dann können wir etwas schaffen, was uns dann Stabilität bringt. Und darauf solltest du dich jetzt fokussieren, dass du hier wirklich auch in die Kommunikation gehst, dass du dich auch so ein Stück weit drauf einlässt und ja, kooperieren. Ich nehme so ein Kooperieren wahr. Vielleicht brauchst du auch noch mal Unterstützung von außen. Vielleicht magst du dir da jemanden holen, der dich berät. Hier gilt es auch noch, etwas zu lernen an der Sache. Vielleicht steckt da auch eine Lernaufgabe für dich da drinne. Ne, der Eremit ist aber derjenige dann, der hier die Weisheit hat. Also entweder wird dir jemand zur Seite gestellt oder du hast jemanden in deinem Umfeld, der dir hier mit weisem Rat helfen kann, diesen Abschluss für dich zu finden. Der dir vielleicht auch hilft, die Illusion in einer Geschichte zu sehen, ne? Weil die Siebener-Kelche, die hier gegenüber liegt, die steht halt auch für Illusion, beziehungsweise für dich auch eine Klarheit zu bringen, was willst du wirklich? Ja, was ist der Kelch, den du gerne gefüllt haben möchtest? Das wird dir hier dann ja wahrscheinlich zum Ende des Monats erst bewusst. Ja, und dann haben wir hier auch den Ritter der Münzen, das ist der, der die Listen schreibt, der die Pläne macht, der ja die Zahlen, Daten, Fakten auch im Überblick hat und der die Samen sät, die wo er was er eben ja was möchtest du ernten und was muss eben gepflegt werden, was muss da jetzt passieren, wo muss jetzt gehandelt werden, was muss beschützt werden, diese Sachen, ne? Vielleicht auch ein solides Angebot, vielleicht bietet dir jemand ein solides Angebot. Hier kommt auf jeden Fall Bewegung rein, ja? Hier kommt man ins Tun und das ist eine richtig grundsolide Energie. Das kann auch hier die Steinbock-Energie sein, von der ich gesprochen habe, dass das jetzt angezeigt ist. Ja, schau mal, und da ist der Magier. Also du nimmst hier die Königin der Stäbeposition ein und guck mal, und dann kommt auch der Magier. Wenn du weißt, was du willst, dann kannst du dich darauf fokussieren und dann übernimmt er im Grunde die Aufgaben für dich, hier stetig daran zu arbeiten oder dich zu unterstützen. Und dann haben wir wieder die fünf der Stäbe wie hier, dass hier etwas ja, vollbracht werden kann, was dich dann wo du dann einen Erfolg draus entnehmen kannst, was Richtung Wunscherfüllung geht, Klarheit geht, das ist sehr, sehr schön. Und Heilung. Stern steht auch für die Heilung, ja. Ich kann ja noch mal kurz in den, wo haben wir denn den Steinbock noch mal? Hatte ich da jetzt so reingelesen? Ich weiß jetzt gar nicht. Steinbock.
Ja, hatte ich gesagt, beruflicher Neuanfang. Wie immer deine Frage auch lauten mag, ob sie etwas mit deiner Arbeit zu tun hat oder nicht, jetzt sind ein neuer Plan und eine neue Strategie erforderlich. Du musst überlegen, was du in den nächsten 12 Monaten oder vielleicht sogar in den nächsten 5 Jahren erreichen willst. Diese Planung wird dich zur Wahl der besten Vorgehensweise inspirieren. Denk also gut darüber nach. Die Karte empfiehlt dir jetzt bei allem, was du erreichen willst, ehrgeizig zu sein. Ja, also Ehrgeiz und harte Arbeit stehen jetzt hier an. Und das ist jetzt eine gute Zeit, da jetzt deinen Träumen ja, nachzugehen, die du so in deinem Herzen hast. Ja, kann noch mal herausfordernd werden, aber das ist eine Sache, ne? Ja, dass du da auch mehr in deine Kraft kommst, wenn du der Sache nachgehst. Wenn du jetzt vielleicht noch nicht so die Motivation spürst, geh mal los und dann wird die kommen. So, es hat mir gefreut, es hat mich gefreut. Ich werde die Legung hier erstmal, werde ich sie so beenden und würde mich freuen, wenn wir uns dann im Extended, also im Fortsetzungsvideo, wiedersehen. Da werden wir mit den Lennemore-Karten für jede einzelne Spalte hier nochmal gucken, wie das Ganze sich im Irdischen zeigt. Und es gibt zum Schluss eine Weisheitskarte der Seele, wo wir nochmal schauen, was jetzt der Rat an dich ist, was du jetzt noch nicht siehst und wie du hier am besten durch den Zeitraum März kommst. Wenn hier noch was aufploppen sollte, dann habe ich natürlich auch noch mehr Karten, wenn wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall das so machen, dass das eine runde Sache ist für dich, ne? Ja. Für die, die jetzt nicht weiterschauen, wie gesagt, überlege dir, was du genau willst, guck dir deine Ängste genau an, deine Motivation, die dahinter stecken und dann entscheide dich, was du genau willst. Und wenn du da nicht klarkommst, such dir nochmal jemanden, der dich hier vielleicht unterstützt, der sowas schon mal erlebt hat, der schon mal in so einer Situation war, ein Coach oder ne, irgendjemand, der schon ein bisschen Lebenserfahrung hat und vielleicht da mit einer gewissen Distanz halt auch rangeht. Oder geh selber nochmal in die Meditation, in die Ruhe. Das kann auch wirklich Wunder wirken, wenn du in die Meditation gehst und die richtigen Fragen, also richtigen Fragen, du wirst wissen, welche Fragen du stellen sollst und schau mal, welche Antworten da kommen, was dir im Alltag dann so begegnet. Oftmals kommen die Antworten nicht gleich so prompt, sondern einfach durch Zahlen, die dir begegnen oder Lieder, die dir begegnen, ne? So ein Ohrwurm oder eine Werbeschrift, die dir so ins Auge ploppt, wo du sagst, ah, schau einfach mal, sei wachsam und öffne dich für Möglichkeiten und dann scheinen sich ja da vielleicht auch Möglichkeiten zu zeigen. So, na dann, hab einen wunderschönen März, bleib schön gesund und viel, viel Kraft und für alle anderen, bis gleich. Ciao.